Tschüss, junge Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Und ja, ihr seht gerade, hier ist gerade was passiert. Ich wollte gerade das Thumbnail machen und ja, wir haben Besuch bekommen. Arcana Drache, komm runter. Ich habe gerade stand da gerade, habe das Thumbnail gemacht und das so, what? Oh, der ist ein bisschen stärker, müssen wir aufpassen. Eieieiei. Drüben im schmuckenden Netz gibt es den besten Suyama, den ich je getroffen habe. Ist jede Münze geklappt. Drachenseele. Ja, erstmal. Noch einmal erstmal. Willkommen zurück bei Skyrim. Das war jetzt gerade so ein bisschen überraschend, muss ich ehrlich sagen. Das war jetzt gerade so ein bisschen überraschend. Wie gesagt, ich wollte gerade das Thumbnail machen für das letzte Video und bopp, habe ich die Musik gehört. Ich dachte so, what? Konnte zum Glück dann nochmal Pause drücken und habe dann erst angemacht, als ich euch hier, ja, als ich wieder reingekommen bin. Oh. Arme Dame, man sieht da, wo was da entnommen wurde. Das ist eklig. Ich will da hinten hin. Ich will zu diesem Zeichen da vorne. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Ebenerz und Stahlriemen. Das sind nämlich die Dinger, die uns fehlen. Für eine Quest in der Fuff-Trinkmiethalle. Fuff. Und ich habe mich entschlossen, dass... Ah, und Rieglinge. Rieglinge sind auch gut. Und ich habe mich entschlossen, wenn wir das mit Fisk fertig haben, werde ich vielleicht nochmal eine neue Rüstung basteln. Danke, die brauche ich. Aua. Jetzt kommt doch mal her, ihr Kackviecher. Mann. Nochmal drei. Aua. Komm her. Nummer 6. 50 Stück müssen wir finden. Na. Meine ich, finde ich auch. Der Bella starten. What? Warte mal, Amulett von Talos brauche ich. Wir brauchen die verschiedenen Dings ja noch. Die verschiedenen. Die verschiedenen Amulette wegen Schrein. Moment. So. Ja. Einfach aufmachen. So, weiter geht's. Da, ich glaube, ich habe Stahlriemen gefunden. Ja, das ist genial. Brauchen wir. Oh, Silbererz. Alter, hier sind ja ein paar Adern. Ja. Ich bin Kampf-Fan schon wieder. Ist das euer Ernst? Alter, ich muss Erze abbauen. Irgendwelche dämlichen Trolle wieder hier. Ja, dann komm her. Falscher Schrei. So. Jetzt müssen wir wieder zurück. War ich hier jetzt nicht richtig?
Da. Lass mich rüber. Nee, Saphir ist das. Toll. Ich hab gedacht, das wäre Stahlriemen. Das ist nur irgendeine Saphirdruse. Bums. Ich glaube, hier sind beide Saphirdrusen. Toll. War hier nicht, hatte ich hier nicht das Silbererz gehabt? Oder bin ich jetzt irgendwo doch wieder woanders gelandet? Ich könnte mich doch mal. Ja, ja. Doch, wir waren noch hier und dann bin ich hier lang gelaufen und... Ach, das ist einfach wieder verschwunden. Toll. Also wenn man es anklickt, wenn man im Kampf ist, verschwindet das jetzt. Super. Das bringt mir echt viel. Da will ich hin. Ich muss ja da runter, oder? Wenn ich mir das so ansehe. Und noch darunter. Gut. Geronimo. Aua. Quellwässer von Gewässer von Radstadt. Radstadt. Achso, entschuldige. Eine Zweiglingsmatrone. Aber jetzt echt so ein kleines Problem, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde keinen Ebenerz. Und auch kein Stahlriemen. Levelstress? Ach, hi. Ich glaube, die Rieglinge sind das Einzige, was man noch, was wir jetzt auf jeden Fall noch schaffen könnten. Wie viel von den Kackteilen habe ich denn jetzt? 24, okay. Ich habe einen Schatten am Himmel. Es war nur ein Eistag. So, das war das. Wo ist denn eigentlich nochmal der Berg? Wo ist denn eigentlich der Vulkan hier? Seht ihr das hier vorne nicht? Lass mal nach Fossil gehen. Fossil. Dann müssen wir nach Norden gehen. Da. Siehst du die Inseln da? Einfach mal rüberschwimmen. Einfach mal rüberschwimmen in der Dunkelheit. Zu gucken, was alles ist. Das ist zwar nicht der Vulkan, wo ich eigentlich dachte, ey, das, da will ich hin, aber. Naja. Heps. Hallo. Hier gibt es aber auch kein Zeichen, dass hier irgendwas ist. Hier ist aber auf jeden Fall irgendwas obendrauf. Feinde. Sieht aus wie ein Rieglingdorf. Ist auch ganz gut. Habt ihr euch hier niedergelassen? Okay. So, Schluss. Gold. Rieglingsspeer. Gold. Hat.
Ich finde das zwar ganz gut, dass ihr euch schon vom Festland fernhaltet, aber... Ich bin ja nur zu Besuch eigentlich hier, daher... So, was haben wir denn hier? Dann haben wir ein bisschen Gold. Ein bisschen Getränke. Ein bisschen Gold, ein bisschen Tränke. Mhm. Hier ist noch eine Kiste. Mit Gold, Juwelen. So. Oh. Ah, hier ist eine Strongbox. Oh, schick. Mhm. Dann machen wir die nochmal auf. Und wir haben hier Gold. Was ich jetzt mal kurz mache, mir ist das gerade eingefallen. Moment. Ups. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Rüstungsbuch, aber nö. So. Habe ich den Riegling etwas zum Lesen hier gelassen. So, jetzt geht's auf die nächste Insel, da vorne. Yay! Attacke! Inselhopping. Bam, bam, bam. Badam. Da ist ein Drache. Ich hole schon einmal den Drachenfall raus. Denkst du, ich sehe dich nicht, Drache? Ist das ein Drache? Das ist zumindest von Weitem erst so. Oh, ja, es ist einer. Moment, ich muss erstmal an Land kommen. Alter, gehst du mal die Küste da hoch? Hm. Na du? Aua. Ach, schön. Geh mal weg. Ah, hier ist auch das Grab. Okay. Man hat sich gegen Drachen kämpfen, man musste hier erstmal Hocker abschlachten. Oh, der Drache ist abgehauen. Feigling. Also hier hinten, ich habe den links gesehen, den Vulkan hier hinten. Ja, Drache ist abgehauen. Feigling! Da ist er. Ich frage mich, ob ich da hinten... Komm. Was? Ach, bist du mir gefolgt? Wo bist du hin? Tja, dann kommst du mir leider nicht. Tja, bist mir wohl nicht entkommen, wa? Auch wenn das gerade ein bisschen eher überraschend ist, dass der plötzlich hier aufgetaucht ist. Drachenseele aufgenommen. Ich speichere mal, bevor ich da weitergehe. Ich will da hin. Da kommt aber wahrscheinlich dann gleich bestimmt so eine Meldung. Du kannst da nicht hin.
was schade ist. Ich meine, dieser Berg da, dieser Vulkan, steht doch eigentlich sehr für dieses Holzheim. Also er ist ja der Hauptgrund, dass es hier so viel Asche gibt und hast nicht gesehen. Ich schwimme da jetzt erstmal einfach hin. Bis ich gleich die Meldung kriege, so du kannst doch nicht hin. Okay. Also bis jetzt. Es kann natürlich auch sein, dass wir da jetzt gleich die ganze Zeit Schaden kriegen oder so, weil das da... Ja, du kannst nicht in diese Richtung gehen. Ich wusste es. Ach, das ist doof. Ehrlich, ganz offen ehrlich, das ist einfach doof. Dass man da nicht hin kann. Ach, hallo Aschenmenschen. Wieder mal der falsche Schrei. So. Krieg ich von dir vielleicht ein bisschen Ebenerz oder so? Nö. Aber hier in Solzheim gibt es anscheinend sonst nichts für uns. Nee, ich hab keinen Bock auf euch. Tschüss. Zweiglinge. Aua. Aschehüpfer, was? Aschehüpfer Gelee. Aschhoppermiet. Der holt auch ab. Warte. Dann tschüss. Aber Hauptsache, man findet erstmal hier haufenweise Herzstein, ne? Ich brauche aber Stahlriemen. So, aber haust du jetzt ab oder bleibst du hier? Wenn du in der Nähe bist, kann ich nicht fliehen. Also kann ich nicht reisen. Schluss jetzt. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollen noch. Ich weiß nicht, wo wir Stahlriemen finden. Ich hätte ja nicht gedacht, so im Eisgebiet hier. Ich flieg nochmal einfach hin hier. Haben wir nicht irgendwas wie eine Mine oder so hier? Hier. Hüttelkrab, Bingorike. Kommt mir jetzt nicht so vor. Ich gehe einfach mal hier hin. Dann gehen wir nochmal in die Mine gleich da unten. Oh, dieses Minenzeichen, was wir da unten hatten. Und sonst komm, verlassen wir Solzheim. Hier ist noch eine Mine. Huch. Wo haben wir denn geflogen? Sei lieb. Gold. Ach, die anderen gammeln da oben und werfen mal wieder. Okay. Ja, ja, meckert ihr mal. Ich höre nur ping, 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 ping. Mal.
So. Wie sieht es jetzt aus? Wir haben 57. Gut, wir sind fertig. Aber hier gibt es eine Mine. Da. Da will ich hin. There I want to go. Badada. Ich sehe jetzt immer Schatten. Ich habe immer schon jetzt Paranoia hier. Mit den ganzen Drachen, die da unten auftauchen. Ich höre ihn doch. Da unten ist er. Ups, vorsichtig. Da ist sogar noch eine Höhle. Ah, langsam. Langsam mit den alten, verkrüppelten Pferden. Was? Drache bleibt schön da hinten. Gerade kein Interesse an dir. Allgemein habe ich gar kein Interesse an euch. Au! Alter, der hat mich erschrocken. Du mieses... Alter. Da ist sogar noch ein Schiff in der Nähe oder so. Hab ich mich erschrocken. Komm her, du Kackvieh. Boah. Hier klingt... Ne? Hallo? Alter! Bleib gefälligst hier, wenn du mich schon abnervst. Mist, mein Schrei ist nicht klar. Freddy. So. So, du blödes Vieh, ey. Jetzt bist du fällig. Mann. Tschüss. Denkst du nicht dabei und wirst du die vor die ganze Zeit... Böse. Oh. So, hier ist die Mine. Ja, da gehe ich jetzt rein. Mine und zerbrochene Hauer. Mann. So. Ey, man muss euch wirklich mal dezimieren hier. Ihr habt ja alles hier. Hier ist nichts. Ah, schon wieder Herzstein, ey. So. Gold. Was hast du in der Hütte? Auch nochmal ein bisschen Gold. Auch kein Herzstein, ehrlich gesagt. Oh. So. Was haben wir hier drin? Noch ein bisschen Gold, okay. Hm. Ach, wieder mal nichts, obwohl das eine Mine war. Blablabla. So. Hier haben wir noch eine Höhle. Und da hinten haben wir ein Schiff. Uah. Aua. Schon wieder 10.000 Rieglinge. Sag mal. Ey, ihr müsst echt dezimiert werden. Das ist ja grausig. Was soll? So. Ah.
Mann! So. Na, dann gehen wir mal in die Bürstenrückenhöhle. Na, ein paar Rieglinge hier dezimieren. Mann! Ah! Ein Plünderer. Tja. Habt ihr wohl die falsche Höhle ausgesucht zum Plündern, wa? Okay. Eine Höhle mit nichts und einem Bügeleisen und Schaufel am Ende. Hä? Okay. Oder gab es hier noch einen anderen? Ach ja, hier geradeaus. Wäre auch ein bisschen seltsam gewesen. Was? Ich hab gerade, ich habe da irgendwie 10 rote Punkte gesehen oder so. Verbrannter Zweiglingholz, okay. Na du. So. Hi. Oh. Oh. Okay, das war gar nicht mal so abwegig, was ich da gerade gesagt habe. So. Also wenn hier ein Hauptdorf der Rieglinge ausmerzen. Ja. Zaubertrank der ewigen Heilung. Mann, 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 ihr habt euch aber auch niedergelassen, wa? Da sind sogar noch mehr. Heilung. Es scheint das Hauptlager hier zu ihnen zu sein. Kann das sein? Wenn ich mir ansehe, was die hier alles für Scherze haben. Oh, das ist eine Meistertruhe. Eieieiei. Okay. So. Gold. Ja. Was ist hier drin? Zauber. Zaubertränke sind immer gut. Hä? Ist der über mir? Hi! Also, ihr macht mich ja schon ein bisschen neugierig hier, Leute. Wenn hier so viele von euch sind. Und die ohne Chance werden hier niedergemetzelt. Ja. So. Mhm. Mann. Tränke, Essen. Leere Weinflaschen.
So. Einmal durchs Gesicht gewischt. So. Mensch, Mensch. Ob wir hier auch sowas wie einen Häuptling treffen werden? Zack. Wieder durchs Gesicht gewischt und weg. So, erstmal den Rieglingbestand in Soulteil halbiert. Huch. Ach ja, stimmt, das war ja unser, dieser komische Geist, der kam ja mit dem Feueratem. Ja, wir hatten da irgendwann mal was gekriegt. Ja, Gott, hör diese, hä? Was ist das denn? Ich glaube, wenn einer stirbt durch den Feueratem, dann kommt da so ein Feuergeist raus, der für uns kurze Zeit kämpft. Hallöchen! Ich bin hier, um eure Vorherrschaft und so zu mal so ein bisschen zu minimieren. Na, wir so massiv ausgerüstet sind. Haben so gut wie null Chance gefasst hier. Au! Ich glaube, ich schmeiße trotzdem mal kurz einen kleinen Heiltrank rein hier. Oh, okay. Wir tun da mal einen stärkeren Trank hier reinschmeißen. Von der Seite kommt auch noch hier was. Mann. Naja, ich komme gleich zu dieser da drüben. Ich guck mich kurz hier um, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Sieht aber nicht so aus. So, Freunde, dann komme ich mal rüber zu euch. Zack. So. Oh. So. Haben wir erstmal hier einen Rieglingsstamm ausgelöscht. Ein paar Rieglinge weniger, die den Leuten von Solzheim gefährlich werden können. Mhm. Und eine Angel. Ah. Und dann, was ist das denn noch was? So. Ich bin aber etwas enttäuscht, dass es hier kein Häuptling oder sowas gab. Ich meine, immerhin war das hier. Oh, so, nett aus. Immerhin schien das ein ganzer Stamm hier zu sein. Wenn nicht der Hauptstamm, wenn man es mal grober sagen wollen würde. Ah, hier sind wir.
Bam 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 bam. Dann mal raus hier. So. So, haben wir erstmal den ganzen. Haben wir die Riegling-Population erstmal komplett halbiert. So, Leute, ich würde mal sagen, das war's für heute. Ja, beim nächsten Mal gucken wir dann auch, was dieses Schiff-Ding da bedeutet. Wir haben ja noch so einen Anker auf der Karte, der nicht aufgedeckt ist. Ja, was wir danach machen? Mal gucken. Also dann. Ciao, ciao.